jetzt freuen wir uns auf den zweiten Katholika-Bericht, den Kirchenpräsident Dr. Jung für uns halten wird über die Arbeit, Katholika-Arbeit in der EKD und der GEKE. Ja, ganz herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Breses, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bischof, lieber Bruder Feige, lieber Bruder Karl-Hinrich Manske, liebe Synodale, liebe Geschwister. Von mir ein kurzer Abriss über den Ihnen vorliegenden Katholika-Bericht in der EKD und GEKE, um es gleich vorab nochmal einzuordnen. Ich sage das jetzt nicht als UEK-Vorsitzender, auf den Verdacht könnte man jetzt kommen, sondern im Auftrag des Rates der EKD, um die Katholika-Arbeit wirklich in EKD und GEKE kurz zu skizzieren. Drei Punkte in einer kurzen Zusammenfassung. Zunächst zur ökumenischen Situation, dann zu den ökumenischen Dialogformaten und schließlich ein kleiner Ausblick. Ich versuche, das eine oder andere auch schon aufzunehmen, was hier im Raum bereits gesagt wurde, und versuche hier auch dann gleich einen Anstoß für die Diskussion zu geben. Zur ökumenischen Situation. Diesen Bericht haben wir ich unter das Paradigma gestellt, die Ökumene ist Normalzustand. Das haben wir heute Morgen auch schon gehört von Frau Vollsner, die gesagt hat, bei uns ist Ökumene selbstverständlich. Und das ist in vielen Bereichen so. Ökumene wird auch selbstverständlich an vielen Orten, in vielen Gemeinden gelebt und das in einer wirklich schwierigen Situation. Die Stichworte sind alle genannt, Glaubwürdigkeitskrise, Ansehensverlust, natürlich sexualisierte Gewalt, die eine große Rolle spielt in diesem Zusammenhang und dass von außen in der Wahrnehmung oft kein Unterschied zwischen den Konfessionen gemacht wird, ja fast sogar eine Grundaversion dadurch gegen den christlichen Glauben oder gegen Religion überhaupt entstanden ist. Dem steht in innerkirchlicher Perspektive ein wirklich gewachsenes Vertrauen auf allen Ebenen in ökumenischer Verbundenheit gegenüber. Und ich glaube, wir müssen uns das in Erinnerung rufen, wie wir das Reformationsjubiläum gestaltet haben, dass das in ökumenischer Perspektive gestaltet wurde, dass wir eine gemeinsame Pilgerreise hatten, dass es eine gute Vorbereitung des ökumenischen Kirchentages gab, intensiv, das hat uns miteinander verbunden, auch wenn es nach wie vor traurig ist, dass der ökumenische Kirchentag nicht in der Form in Frankfurt gefeiert werden konnte, wie wir es uns erhofft hatten. Aber es hat uns miteinander verbunden, auch in der Kirchenentwicklung miteinander verbunden. So, dass beispielsweise Bischof Kohlgraf mir während der Verhandlungen des synodalen Weges natürlich ohne irgendwelche Vertraulichkeiten zu verletzen, zwischendurch mal SMS schickt und mir den Zwischenstand mitteilt. Ich werte das als ein Zeichen wirklicher Verbundenheit, auch des Anteilnehmens aneinander. Und das gibt es, glaube ich, an vielen anderen Stellen auch. Ich will nicht verschweigen, dass vor Ort auch große Herausforderungen im ökumenischen Miteinander gesehen werden. Die hängen mit den Transformationsprozessen in beiden Kirchen zusammen. Wir haben größere Pfarreien, manchmal sogar in manchen Diözesen Abschaffung der Dekanate auf katholischer Seite. Wir haben die Bildung von Kooperationsräumen, Nachbarschaftsräumen auf evangelischer Seite. Und da wird immer wieder signalisiert, dass es nicht so einfach ist, in diesen neuen Strukturen zusammenzufinden und das Miteinander zu gestalten. Manchmal fehlen auch AnsprechpartnerInnen. Das muss neu erarbeitet werden. Das ist eine ganz wichtige praktische Herausforderung. Da setzt ja vieles drauf auf dieses ökumenische Miteinander. Punkt 2, die Dialogformate. Auch da haben wir Bewährtes entwickelt und Bewährtes ist auf dem Weg. Es gibt die Formen des Dialogs, der Anteilnahme und das schließt nicht aus. Schwester Kochowina hat danach gefragt, wie macht man das denn eigentlich auch, Unterschiede zu markieren. Unser Weg, wir haben im Rat auch immer wieder darüber geredet, heißt, wir wollen unsere Positionen nicht verschweigen. In den Gesprächen geht es darum, die Positionen darzustellen, aber es in einer inneren Selbstverständlichkeit zu entwickeln und nicht die Abgrenzung zu suchen. Eine Konfliktökumene geht nicht in diesem Zusammenhang. Es geht da nur ein Miteinander in der Darstellung der unterschiedlichen Positionen. Die sind unterschiedlich. Bischof Feige hat es benannt.
in der Frage der Ordination von Frauen, in der Berufung von leitenden Geistlichen, in der Beteiligungskultur, auch in unterschiedlichen ethischen Perspektiven. Das darf nicht unter den Tisch fallen, sondern muss auch jeweils benannt werden, wenn Dialoge konstruktiv sein sollen. Mühsames nicht verschweigen, auch Grenzen benennen, aber immer die Perspektive des Gemeinsamen im Blick behalten. Darum soll es gehen. Ziel wäre, der Einheit mehr gelebte Sichtbarkeit zu verleihen. Verschiedenheit als versöhnte Vielfalt zu leben und als Reichtum zu begreifen. Das ist nach wie vor die ökumenische Perspektive, auch kirchliche Perspektive, mit der wir zusammen unterwegs sind. Die Dialogformate, die im Bericht beschrieben sind, nenne ich auch hier nur knapp und kurz. Kontaktgesprächskreis zwischen DBK und EKD ist in einem guten Miteinander unterwegs. Es gibt übrigens einen Hinweis in diesem Bericht auf die letzte Sitzung, in der wir auch uns auf die gemeinsame, erstmals gemeinsame Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung beziehen. Das ist was Neues und ich werde es auch als einen ökumenischen Fortschritt. Derzeit laufen gerade die Befragungen zur 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung. Der Kreis der Befragten ist erweitert, 5.000 Menschen werden bundesweit befragt und erstmals eben auch in Kooperation evangelisch-katholisch, natürlich auch in der Perspektive von Menschen, die keinen Kirchen zugehören. Wir haben in diesem Punkt, oder ich habe in diesem Punkt auch darauf hingewiesen, dass aus dem Kontaktgesprächskreis eine Arbeitsgemeinschaft gebildet wurde zum Thema Einheit und Vielfalt. Diese hat einen Text entwickelt, der in der nächsten Sitzung besprochen werden soll. Und dieser Text macht einen wichtigen Vorschlag, deswegen finden Sie das auch in diesem Bericht, loszukommen von einer Fixierung auf ein Ziel oder dann auch natürlich damit verbunden, Begriffe wie Rückkehr Ökumene ganz hinter sich zu lassen, sondern Ökumene selbst als einen Prozess zu begreifen. Wir sind bereits miteinander verbunden. In unserem Dialog gestalten wir Einheit in Vielfalt. Diese Perspektive muss durchbuchstabiert werden, muss entwickelt werden und könnte vielleicht, wenn sie dann auch rezeptionsfähig wird, eine Hilfe sein in der weiteren Orientierung. Das zumindest ist die Hoffnung, die damit verbunden ist. Der ökumenische Arbeitskreis, der den Text gemeinsam am Tisch des Herrn erarbeitet hat, arbeitet weiter. Auch da finden Sie Hinweise auf geplante Folgepublikationen. Das ist natürlich jetzt auch das lehrmäßige Weiterentwickeln des Gemeinsamen, aber eben auch in einer rezeptionsfähigen Perspektive, die dann, wir haben es ja beim Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt versucht, auch zu einer wechselseitigen Einladung zur Mahlfeier münden kann. Der dritte Hinweis in diesem Zusammenhang ist der Dialog, der auf der Ebene der Gemeinschaft der evangelischen Kirchen in Europa mit dem päpstlichen Dikasterium zur Förderung der Einheit der Christen geführt wird. Auch das etwas Neues, erstmals ein Dialogformat, und das sage ich jetzt mal auch aus einer unierten Perspektive, in der auch unierte Kirchen einbezogen sind. Sie finden im schriftlichen Bericht eine Ankündigung einer zweiten Sitzung für Anfang November. Das war bereits, sie hat in der letzten Woche stattgefunden. Also hier kann ich zumindest vermelden, das ist auf den Weg gebracht und man hat sich darauf verständigt, jetzt nicht erstmal darüber zu reden, was ist Kirche, sondern an den klassischen Attributen Einheit, Katholizität, Apostolizität und Heiligkeit zu beschreiben, was sie jeweils für uns theologisch bedeuten. Und so sucht man einen Weg zueinander. Auch da ist das Ziel, ein rezeptionsfähiges Dokument zu entwickeln, das unseren ökumenischen Dialog weiter voranbringt. Und schließlich, das kann ich hier und brauche ich nur benennen, weil es schon mehrfach angeklungen ist, die Einladung an die evangelische Kirche, sowohl den synodalen Prozess als auch den synodalen Weg mit zu begleiten und zu kommentieren. Und das wäre vielleicht ein Punkt, worüber wir auch nochmal genauer reden können, welche Erwartungen damit verbunden sind, welche Erfahrungen damit verbunden sind und auch über die Perspektive, was das für uns bedeutet. Ob es nur eine kommentierende Funktion ist oder ob es letztlich auch die Frage ist an unsere eigene Synodalität, in welcher Perspektive wir da gemeinsam vielleicht auch Neues lernen können.
Das bedeutet für mich ein Miteinander auf Augenhöhe in einem solchen Prozess. Letzter Punkt, Ausblick. Es geht darum, dass wir gemeinsam unterwegs sind, gemeinsam herausgefordert sind zu einem Glaubenszeugnis in dieser Welt mit ihren schwierigen Herausforderungen. Und ein besonderes Augenmerk verdient da sicher das karitative und diakonische Engagement. Da werden wir, so mein Eindruck, in besonderer Weise auch wahrgenommen. Das ist auch der Weg, denke ich, Glaubwürdigkeit wieder zurückzugewinnen. Deshalb bin ich zum Beispiel sehr froh, dass auf einem sehr kurzen Weg, gerade jetzt, es möglich war, über die zusätzlichen Kirchensteuereinnahmen aus der Energiepauschale heraus eine Verabredung zu treffen und zu sagen, das Geld wollen wir nicht für uns kirchlich verwenden, sondern wollen wir an Bedürftige weitergeben. Dass das gemeinsam möglich war, mit allen evangelischen Kirchen und den katholischen Diözesen, ist in dem Erfolg nicht gering zu schätzen. Das will ich, verdient auch mal Applaus. Und ich hoffe natürlich jetzt sehr, dass auch gute Wege gefunden werden, dies dann auch an die bedürftigen Personen zu bringen, in dem Engagement der diakonischen und in Einrichtungen der Caritas jeweils vor Ort. Wir haben in unseren 12 Leitsätzen eine ökumenische Perspektive markiert. Wir wollen ökumenisch enger verzahnt miteinander arbeiten, Kooperationsökumene, die auch einschließt, stellvertretend zu handeln. Auch da sind Beispiele bereits genannt worden, gehört übrigens auch der Religionsunterricht dazu, wenn man gemeinsam über einen Religionsunterricht nachdenkt, der als christlicher Religionsunterricht gestaltet werden kann, aber auch an anderen Stellen, also kooperativ, arbeitsteilig und damit natürlich auch kräftebündelnd. Das ist die eine Perspektive, ohne dabei zu vernachlässigen, das, was ich bereits unter dem Punkt Dialog beschrieben habe, dass wir dann auch jeweils ehrlich und gut miteinander umgehen und auch Grenzen markieren und benennen. Wir stehen als evangelische Christinnen und Christen mit unseren römisch-katholischen Geschwistern vor gemeinsamen Herausforderungen. Es ist eine gemeinsame Suche nach einer glaubwürdigen Frömmigkeit im 21. Jahrhundert und nach neuen Formen von Kirche. Das sollten wir uns gut als Leitbild voranstellen. Deshalb finden Sie in diesem schriftlichen Bericht ein Plädoyer dafür, dankbar für Erreichtes zu sein, nüchtern, ohne überzogene Erwartungen immer wieder das Miteinander zu suchen und engagiert im Glauben zu bleiben und so Ökumene als Prozess zu leben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.